Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra von Money Express. Wer ist denn da am Telefon? Hallo? Sprechen Sie mit mir. Es geht um 2000 Euro. 3, 2, 1. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Okay, machen wir mal die Musik nochmal ganz aus. Wissen Sie, was wir jetzt machen, meine Damen und Herren? Es hat gerade eben geklingelt und wir hatten zwei Leitungen geöffnet, Leitung 7 und Leitung 10. Ich öffne jetzt für Sie ultimative 5 Leitungen. Das bedeutet, Sie haben ab jetzt die fünffache Chance, zu mir zu kommen. Und wir starten 5 Leitungen in 3, 2, 1. Und das kann jetzt ganz schnell gehen. Los geht's. 5 Studio-Glitz-Leitungen. Leitung 1, 4, 7, 10 und 13 sind jetzt unsere 5 Glücksleitungen. Herzlich willkommen, hier spricht die Sandra. Wen darf ich begrüßen? Servus, das ist der Klaus. Klaus, Mensch, Sie waren aber schnell. Können wir mal die Musik nochmal ausmachen? Wer ist am Klaus, Ihre Lösung bitte? Ich nehme die 6 weg, weil dann die 5 minus 1 ist dann 4. 5? Klaus, das Problematische ist umlegen, nicht wegnehmen. Das bedeutet, das Streichholz darf nicht weggenommen werden. Ich gebe Ihnen durchaus recht, 5 minus 1 ist 4. Allerdings sagen Sie, Streichholz 6 muss weggenommen werden und das darf nicht sein. Das muss im Spiel bleiben. Hallo? Herzlich willkommen, hier spricht die Sandra von Money Express. Wer ist am Telefon? Hallo? 3, 2, 1. Keiner dran. Was ist heute nur los? Okay, wir starten nochmal ganz, ganz schnell eine Runde. 3, 2, 1, los geht's. Ich öffne nochmal ganz, ganz viele Leitungen. Also ich habe 5 Leitungen offen, es klingelt andauernd. Die erste Person sagt irgendwie 5 minus 1 gleich 4. Was durchaus. Hallo? Ja, hallo. Herzlich willkommen beim Money Express. Hier spricht die Sandra. Wer ist am Telefon? Ich bin die Agnes. Agnes, es geht jetzt um 2000 Euro. Mm. Ich drücke Ihnen beide Daumen. Was kommt raus? Ja, also, ich muss die 7 wegnehmen. Dann ist 5 minus 1, 4. Also Agnes, ich kann mir nicht anders erklären, als dass Sie gerade eben erst den Fernseher angemacht haben oder in unser Programm gesetzt haben. Denn genau das Gleiche sagte der Anrufer zuvor. Sag mal, ist das wirklich möglich, dass zwei Personen kurz hintereinander die gleiche falsche Lösung sagen? Also meine Damen und Herren, es geht um 2000 Euro. Können wir die Musik nochmal ganz ausmachen? Es geht um 2000 Euro. Herzlich willkommen, hier spricht die Sandra von Money Express. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, du bist der Roland Truppers, Backman. Herzlich willkommen, Ihre Lösung bitte. Naja, die 4 nach links, weil 3 plus 1 ist 4, ne? Wenn man die 4 nach links, das ist ein E, oder was ist denn das? Das ist doch keine 3, das ist ein E. Oh, wollen Sie ein E kaufen vielleicht? Wir haben heute kein E zu verkaufen. Eieieiei, was machen wir jetzt? Hä? Muss jetzt bei mir dabei zu sein. Ei, und da hat's geklingelt. Herzlich willkommen bei Money Express. Mein Name ist Sandra. Wer ist da bitte am Telefon? Hallo, hier ist der Mohammed. Wer? Der Mohammed. Mohammed. Ja. Es geht um 2000 Euro. Deine Lösung bitte. Und zwar Streichholz Nummer 2 verschieben. Das heißt? Dann ist es 3 plus 1 ist dann 4. Mohammed, du hast 2000 Euro gewonnen. Wow! Super. Das ist ja der absolute Oberhammer, oder? Das ist super, wunderbar. Mohammed, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 26 Jahre alt. Und woher rufst du an? Aus Viernheim bei Mannheim. Und wie oft hast du angerufen, um hier zu gewinnen? Viermal. Viermal und dann hast du gesagt, Mensch... Hast du dir auch ein Limit gesetzt? Ja, das eigentlich 5 Euro, habe ich gesagt. 5 Euro gibst du aus, das sind so im Schnitt 10 Anrufe in etwa. Okay, ja, super. Oder? Mit der Nummer? Das wären 10 Anrufe gewesen, du hast es mal mit 4 Anrufen geschafft. Genau, war super.
Eine tolle Sache. Moment, hast du schon mal mitgespielt irgendwo zuvor? Nee, nirgendwo. Das ist das allererste Mal. Und warum habe ich gerade die Ehre, dass du sagst, Mensch, heute, da spiele ich mit bei der lustigen Frau da im Fernsehen? Weil ich halt mal im Internet gesehen habe, dich auf einer MySpace-Seite. Ach nee, im Ernst jetzt? Ja. Und ich bin selber Perser, also deswegen habe ich mir gedacht, ich ruf mal an. Na, Roschgelehr, das freut mich aber wirklich ganz besonders. Da habe ich dir viel Glück gebracht, oder? Ja, sehr viel Glück. Dankeschön. Das freut mich sehr. Mohammed, ich gratuliere dir zu 2000 Euro. Vielen Vielleicht Dank. Sieht man sich wieder bei MySpace. Jetzt am Telefon bleiben. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Tschüssli. So, haben Sie das gesehen? 2000 Euro gewonnen. Es war also doch lösbar. 3 plus 1 gleich 4. So, und was machen wir jetzt? Wir suchen nochmal Leda. Jetzt sind Sie hoffentlich ein bisschen aufgewärmt im Rechnen. Jetzt sind Sie hoffentlich ein bisschen fit. 2000 Euro, das ist wieder Ihre Chance, 2000 Euro bei mir zu gewinnen. Ich möchte wissen, wie viele Leda sind. Was? 5000 machen wir jetzt? Wow. Hallo? Hallo? Jo. Wer ist denn da? Ich wollte noch mal sagen, dass der Ihnen bitte? Die leckesten Schrippen aus Berlin hat. Die Schrippen aus Berlin? Die Lösung hat bitte? Jasmin. Bitte? Ich sag einfach mal. Haben Sie gerade die Lösung? Weil wir haben gerade keine. Die Zeit wird knapp. Ich sag einfach 130. 100. Ei, das tut mir wirklich leid. 130 ist auch nicht richtig. 208, du Grüne, und da waren einige wirklich ganz nah dran, oder? 288 wäre die richtige Lösung gewesen. Und zwar, beim 25-Liter-Fass war die 2 angeschnitten. Bei dem mittleren Fass war unten das R angeschnitten. Beim 15-Liter-Fass auch. Und beim 15-Liter-Fass war noch eins dahinter, welches auch voll war. Und beim 15-Liter-Fass Fass dahinter war das L angeschnitten, das war verdeckt. Das war's und das darf man natürlich nicht mitzählen. Und ich darf an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, wieder morgen Nacht ab 0. Ich darf Ihnen jetzt noch eine wunderschöne Nacht wohl wünschen. Viel Spaß noch und schöne Träume. Tschüss.